Carmen ist für mich und auch für meinen Ausstatter Christoph Gehre nicht nur die Geschichte von einer Frau, sondern die Geschichte von vielen Frauen, die auf der Suche nach einem selbstbestimmten und freien Leben sind, und wir dürfen sie bei diesem Kampf begleiten. Der Fokus unserer Inszenierung liegt ganz klar auf den Frauen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie sich die Frauen Carmen und alle um sie herum in den jeweiligen Situationen fühlen. Ausgangspunkt dafür war diese deutsche Übersetzung von Walter Felsenstein, die sehr viele doppelte Böden offenlegt, die auch mir gar nicht so bewusst waren, muss ich ehrlich zugeben, und eigentlich sehr gut zeigen, dass die Frauen sehr oft gegen die Zuschreibungen der Männer aufbegehren, aber leider oft überhört oder übergangen oder sogar ausgelacht werden für das, was sie sagen. Und das war für uns ein guter oder ein wichtiges Signal eigentlich, zu sagen, wir untersuchen diesmal, wie geht es den Frauen? Wir holen sie heraus aus dieser permanenten Sexualisierung, die ja oft stattfindet, und wir beschäftigen uns wirklich mit ihrem Innenleben. Wir erforschen von Szene zu Szene, wie geht es diesen Frauen? Fühlen sie sich frei? Fühlen sie sich eher gefangen? Gibt es Momente, in denen sie vollkommen losgelöst sind, in denen sie fröhlich sind? Oder sind sie tatsächlich in sehr wenigen Situationen in diesem Stück tatsächlich frei? Mich fasziniert an Carmen der unglaubliche Reichtum, sowohl in der Partitur als auch im Libretto, im Inhalt. Es ist ihnen wirklich gelungen, also Georges Bizet und seine Librettisten, ein sehr präzises Gesellschaftsbild zu zeichnen, das eben leider erschreckenderweise heute auch noch immer sehr aktuell ist, und aber über diese wunderbare Musik eine gute Brücke schlägt und eine Auseinandersetzung mit diesen Themen gut möglich macht. Nachdem sich für uns eben immer mehr herauskristallisiert hat, dieser Fokus auf das Innenleben der Frauen und die Konkretisierung darauf, dass wir festgestellt haben, wir wollen nicht so sehr die verschiedenen Örtlichkeiten, die es im Stück gibt, die Zigarettenfabrik, Lillas Pastia, das Gebirge abbilden, sondern uns immer konkret damit auseinandersetzen, wie geht es den Frauen damit, hat sich für uns sehr schnell ergeben, auch einfach in der Struktur des Stückes angelegt, dass das ein unglaublicher Strudel ist, dass das wie ein Labyrinth ist, in dem man sich befindet und einen Ausgang sucht, und dann glaubt man, man hat den Ausgang gefunden, und plötzlich, passend eben zu Carmen und dem Stiermotiv, bricht dann wieder der Minotaurus ein und immer mehr Frauen verschwinden in diesem Labyrinth, tauchen wieder auf, finden einen Ausgang, der Ausgang ist wieder versperrt. Das war für uns eine sehr eindrückliche Möglichkeit, um auch dieses Gefühl des ständigen Kampfes, des Unentrinnbaren sozusagen abzubilden. Angereichert haben wir unser Labyrinth dann mit einer Farbsymbolik, die sich mit dem Thema Gewalt gegen Frauen oder insbesondere auch Femiziden auseinandersetzt. Das ist ja eben leider eine sehr aktuelle Debatte, nicht nur in Spanien, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Deutschland und auch in Österreich. Und wir haben uns im Zuge der Recherchen, sind wir auf sehr interessante Farbsymboliken gestoßen. Unter anderem sind das rote Schuhe, die man ja auch gemeinhin mit Carmen und Tanz verbindet. Die haben aber seit dem Jahr 2009 auch eine andere Bedeutung. Da hat erstmals eine mexikanische Künstlerin, Elina Chauvet, in Juarez hunderte dieser roten Schuhpaare installiert, um auf dieses Thema Gewalt gegen Frauen bzw. Femizide aufmerksam zu machen. Es ist für uns ein sehr starkes Symbol, das wir gerne eben
mit dieser Oper verknüpfen möchten. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Anleihe aus Mexiko. Das sind pinke Kreuze, die auch an Tatorten hinterlassen werden, um auf diese Frauenschicksale aufmerksam zu machen. Und die nächste Farbe, die noch bei uns eine wichtige Rolle spielt, ist die Farbe Orange. Das ist inspiriert von der Initiative Orange the World, die jährlich vom 25. November bis 10. Dezember stattfindet und eben auch über die Bestrahlung von öffentlichen Gebäuden auf diese Thematik aufmerksam macht. Für uns ist natürlich ein schöner Konnex, dass die Farbe Orange auch gut zu den Orangen aus Sevilla passt. Also auch hier gibt es wieder einen Stückbezug. Und auch in weiterer Form wird diese Farbe nochmal auftauchen, nämlich in Verbindung mit den Schmugglern, also mit der kriminellen Ader, die es in diesem Stück gibt. Ich denke, unsere Carmen berührt. Sie verführt zwar auch ein bisschen, aber in erster Linie bieten wir ihnen die Möglichkeit, wirklich die Titelheldin näher kennenzulernen, herauszufinden, was hinter dieser oftmals harten Schale steckt und zu sehen, dass das auch ein sehr zartes, mitfühlendes Wesen ist, das sich sehr viele Gedanken macht und viel mehr als eine gedankenlose Femme fatale.